Radio 1 ist wieder bei dieser Berlinale live dabei, hier in der wunderbaren XX-Lounge, und zwar schon immer ab 19 Uhr, außer am Samstag, ich sag's nochmal, ab 21 Uhr bilden wir die Tage so ab, wie wir sie erleben. Die Berlinale ist noch ganz jung, jeweils diese Ausgabe, ansonsten ist sie ja 70, wie Sie alle wissen, aber gestern ging es erst los mit dem Eröffnungsfilm, und das war My Salinger Year, nach einem auch in Deutschland viel gelesenen Buch übrigens. Lieber Mr. Salinger heißt das Buch in Deutschland, Knaus hat es herausgegeben, und das war ein wirklich großer Bucherfolg, und ich freue mich jetzt riesig, das ist wirklich toll, finde ich fast sensationell, dass wir jetzt nicht Schauspieler von dem Film haben, obwohl die auch super sind, Mary Qualley und Sigourney Weaver, sondern dass wir die Frau jetzt hier haben, deren Leben da beschrieben wird. Dieses eine Jahr, das sie in dieser Literaturagentur zugebracht hat, dieses eine Jahr, das so viel verändert hat in ihrem Leben, dass sie auch zu einer Bestseller-Autorin gemacht hat, ja vielleicht überhaupt zu einer Autorin, das beschreibt sie in ihrem Buch Lieber Mr. Salinger. Also begrüßen Sie die echte Agentin aus diesem Film, Joanna Rakoff. Good to have you here. Hi, welcome. Thank you so much for having me. It's a pleasure to be here. And it is very touching to have you here. After watching you on this huge screen, not you, but Margaret, knowing so much about this very, very important year, and now to see that this lovely guy there is Carl, the real Carl in the movie, I won't spoil it, but I can tell you that they both are going to marry? Is that right? Or maybe not? You're engaged? No, we're married. It's true. You're already married. Great, fantastic. Yeah, I can tell that. I mean, that's in real life, not in the movie, but in the movie they get very close together. So how was it for you? Very simple question, but really would like to know. How was it to watch this movie here with all these people, with all the stars at the beginning? Oh, gosh, it was really emotional and overwhelming. I was very involved in the film. So I worked very closely with the director in adapting it and with the producers as well. I was sort of involved at every step of the way in casting. You know, I read many, many versions of the script and wrote a lot of dialogue and what have you. So I knew what was happening with the film and I had seen earlier cuts, but I waited until the Berlinale to see the final cut. Okay. Also sie war wirklich, ich habe gefragt, wie war es für sie, ihre eigene Geschichte da zu sehen auf der großen Leinwand. Das ist mit einem kanadischen Regisseur, Philippe Falardeau, der schon mal einen gläsernen Bären gewonnen hat bei der Berlinale, also bei Kinder- und Jugendfilmen. Und sie hat sich mit ihm ganz intensiv auseinandergesetzt, beim Drehbuch schon dabei gewesen, auch verschiedene Schnittfassungen hat sie durchaus gesehen. Also sie war schon sehr einbezogen, aber gesehen hat sie den Film tatsächlich nicht. Sie wollte ihn auf der großen Leinwand sehen bei der Premiere und war dann natürlich entsprechend sehr, sehr aufgeregt. We should tell people really something about this very special year, because you had, of course, a great goal. You want to write, you're a writer, but you are in an agency. And I know, by the way, there are some friends of mine are working in agencies like that. And I can imagine it's not the bad choice, the best choice, if you want to be a writer, to join an agency. Well, it really depends. I think for me, working at an agency actually helped me become a writer, in part because it demystified the publication process. So growing up, I knew one or two writers, but it didn't seem like an attainable goal to me. I sort of thought that magazines and books were published by magic. I didn't know how you got to be able to be a writer. And so working at the agency, I saw, oh, there's this very clear path. And if I just write a great book, it will be published. It seemed very sort of clear to me that really the only thing you need to do is write something good. And so I spent my year or two at the agency, or 1 year, and then I went and worked at another agency, and then I went away and wrote a book. Okay. Also ich habe gefragt, für Sie ist völlig klar, also auch für die Figur im Film und im Buch, wenn sie diese Literaturagentur, eine ganz bedeutende, ganz wichtige, wenn sie die betritt, dass es vielleicht keine gute Wahl ist, wenn man selber schreiben will, in so einer Agentur zu arbeiten. Sagt sie, naja, ist ein bisschen anders gewesen, weil für sie war immer so Bücher machen was ganz Mystisches. Man wusste gar nicht so richtig, wie das geht. Plötzlich entstehen irgendwie so Bücher. Sie kannte so ein paar Autoren, aber der Prozess war ihr nicht vertraut. Und durch diese Arbeit in der Agentur ist dieser Prozess nicht mehr mythisch, sondern ist ganz klar. Man geht raus, man schreibt ein Buch und das wird dann auch veröffentlicht, wenn man diesen Weg dann gehen will. Sie hatte danach noch mal in einer anderen Agentur gearbeitet und dann eben ihr Buch geschrieben. Also insofern war das eine wichtige Erfahrung. Was Sie hier gerade im Hintergrund hören, wir sind ja im Kino, Cinemax, sind zu Durchsagen. Ganz klar, hier ist ja der normale Kinobetrieb im Gange. Nun war das eine, of course, it was great to work in that agency, but on the other hand, you had this very special job. And I would really like to know, is it real what we see there, that you are reading all these fan letters and that you were so deeply touched by it? Is it really true or is it a great invention? Also wenn Sie den Roman vielleicht kennen oder auch den Film jetzt schon gehört haben, sie ist ja zuständig für eine ganz bestimmte große Persönlichkeit in dieser Agentur und liest die Fanpost und geht mit der sehr berührt auch um. So that's really true?
Yes, it's all true. I worked at the, for those of you who haven't seen the film or read the book, I worked for J.D. Salinger's literary agent. And part of my job, so most of what she did was just kind of take care of Salinger and then also clients who were basically dead. You know, she wasn't selling books for living writers. So a lot of my job was protecting Salinger from fans, protecting him from people who wanted things from him. And part of that was answering his fan letters. So in 1963, he received some sort of horrible, scary letters from fans, threats to his children, just things that really kind of spooked him. And he decided to stop reading his fan letters. And he had them directed to his agency. And my job and the job of, you know, 20, 30 assistants before me was to respond to these letters. We had a form letter that we had to use that basically just said, dear fan of J.D. Salinger, you know, insert name here, thank you so much for your letter. Mr. Salinger does not wish to receive mail from his readers. Please don't write again. Goodbye. Go away. The end. It was a very curt letter. And we typed on typewriters. There were no computers, even though this was the computer age. So I typed it hundreds and hundreds of times a week. Also es ist so, dass diese merkwürdige Agentur größtenteils mit toten Autoren zu tun hatte. Agatha Christie zum Beispiel, die haben die auch betreut, also längst nicht mehr lebend. Aber Fitzgerald. Ja, genau, Fitzgerald. Aber natürlich lebte damals noch Salinger und der hatte 63 Mal wirklich schlimme, auch bedrohliche Post bekommen, auch seine Kinder wurden da bedroht. Und da hat man sich entschlossen, auch er selbst absolut aus der Öffentlichkeit zu verschwinden. Und sie hatte, wie 20, 30 Vorgänger von ihr schon, die Aufgabe, diese Briefe zu beantworten, und zwar mit so einem vorgefertigten Formular, also nur lieber so und so. Er antwortet grundsätzlich nicht, lassen Sie das. Aber sie hat sich damit so beschäftigt, das sieht man im Film auch sehr schön, dass sie doch anfängt, darüber zu schreiben. Also und zwar in eine Schreibmaschine, obwohl es schon Computer gab. Und das, by the way, is a very interesting aspect, writing and not in the computer, because the whole movie, the whole atmosphere is very old-fashioned and I understood it like a way to embrace this very old, fascinating thing. Paper, books, this is very old-fashioned, but this whole movie, and I'm sure your book as well, is something like praising this old method of being entertained. In a way, I mean, the book is very much about, so the book takes place in 1996, and exactly that calendar year, 1996, and the book is very much about that moment, 1996, right before the world kind of radically shifted, because a moment later, or really a year or two later, everyone would have a cell phone. You know, that was the year that the New York Times launched its website, and suddenly every magazine in the world needed to have a website, and all of these kind of online platforms were launched. And things really began to change. People began reading articles online. That was the moment when everything changed. So there's a way in which I was trying to kind of capture this moment. This agency is resisting that change, whereas the publishing houses around them are not resisting it. They're embracing it. They're trying to publish electronic books, you know, and you see that the agency is a little bit dying because they're resisting that change, right? Also ihr Buch spielt im Jahre 1996 und das ist genau wirklich dieses Kalenderjahr, was da beschrieben wird. Das ist ja völlig realistisch und sie sagt, das war natürlich ein Jahr später hat sich alles verändert. Das war wie so eine Revolution und plötzlich hat die New York Times dann auch eine Website gemacht und andere Newspaper haben dann nachgezogen, haben das auch gemacht. Also es veränderte sich alles radikal, das Nachdenken darüber, ob man auch E-Books dann macht und sowas. In dieser Agentur nicht, das ist eher so eine doch sehr konservative, die dann auch einen Niedergang erlebt im gewissen Sinne, aber sie schildert eben noch so dieses Jahr davor und sie schildert gleichzeitig, and you're also telling a great story about how fascinating writers are and how important literature is for us, for our life, because every person writing a letter is like a projection of their own personality to the author. It can be frightening, but it's a great burden and it's a great honor for an author. Yes, that is so true. I myself, with my first book, which is called A Fortunate Age, and which is a novel, I received a lot of fan mail, especially the book is about very young people, and a lot of women in their 20s wrote to me and kind of poured their hearts out to me. And I actually, you know, I thought back on my experiences answering Salinger's fan mail and how horrible I felt that Salinger didn't respond to his own fan mail. But then I myself had a lot of trouble trying to figure out how to write to these fans. And then the strange irony is that with my Salinger year, I received and still receive
enormous amounts of fan mail, more than I could ever respond to without it being a full-time job. So I suddenly had much, much more sympathy for Salinger. Sure. Because you could spend all day responding to fan mail, but then how would you write Books, right? Also sie hat mal gesagt, sie hat davor schon Romane geschrieben und hat sie selber auch wahnsinnig viel Fanpost bekommen. Und ich habe darüber gesprochen, dass der Film ja sehr schön davon erzählt, wie wir unsere eigenen Bedürfnisse projizieren in die Literatur hinein und auch in den Autor. Und da sagt sie, ja, es ist aber wirklich auch eine absolut verrückte Geschichte gewesen, weil sie hat auch damals schon gerade von Frauen und Mädchen unheimlich viel Fanpost bekommen und dann darüber nachgedacht, wie merkwürdig sie das fand, dass Salinger nicht geantwortet hat. Aber inzwischen versteht sie das total, weil es ist einfach so wahnsinnig viel. Man hat ja auch noch einen Job, man muss ja schreiben, man ist Autorin. Also insofern kann sie ja Salinger auch ein bisschen besser verstehen. So, last question, how was it for you to see these wonderful actors? I mean, it's Margaret Qualley, by the way, ist die Tochter von Andy McDowell, kennt man aus The Leftovers, übrigens aus der Fernsehserie. Und natürlich Sigourney Weaver, muss ich nichts weiter zu sagen. Alien, sie hat das Rollenbild für Frauen in der Science-Fiction-Kunst für immer verändert. So, how was it for you to see two wonderful stars from different generations? Oh my God, I mean, how do you think it was? It was amazing, it was crazy. I mean, Margaret Qualley was my choice for the role. My husband, Kirill, actually turned to me one night while we were watching The Leftovers and said, why doesn't she play you? And I had thought of that, but I was like, no, I must be wrong. I doubted myself. And the next day I said to Philippe, what about Margaret Qualley? And he said, oh, she's actually interested in the role. Her agent has contacted us. Let me talk to the casting director. So she was my dream actress for the role. And Sigourney Weaver, I mean, we're on radio, so I have to form words. I can't just look at you. But I mean, she really... You know, she's not just an actress, she's an icon. But that said, she is a truly magnificent actress who she researched this role inside and out. She interviewed literary agents, she went into publishing houses, and she thought so deeply about the relationship between Margaret and Joanna and what this film was actually about. You know, coming to the conclusion that it was really about a mentorship relationship between an older woman and a younger woman, that was the heart of the film. And you see that in her performance. Absolut. Also, wir haben gerade gehört, also Mary Crawley war ihre Wahl. Das heißt nicht direkt ihre Wahl, sie war so ein bisschen im Zweifel noch, aber thanks to Carl, sie haben gemeinsam The Leftovers geguckt und hat er gesagt, wäre sie nicht die Richtige dafür? Sie hat nochmal drüber nachgedacht, hat Philipp gefragt und dann hat man auch gehört, dass Margaret Qualley sehr interessiert war daran. Sie wollte die Rolle und sie hat sie ja dann auch bekommen zum Glück und dann auf der anderen Seite Sigourney Weaver sagt sie, ich muss jetzt hier was sagen, ich kann dich nicht nur anstarren. Das ist natürlich eine Ikone, sie ist eine wunderbare Schauspielerin, aber auch eine total intensive Arbeiterin. Sie hat sich ganz intensiv auseinandergesetzt, ist in Verlage gegangen, hat versucht, das zu verstehen. Auch diese Beziehung im Film, die man sieht, diese Mentorenschaft, das ist die Geschichte einer Mentorin für eine jüngere Kollegin. Also das hat sie alles ganz bewusst gemacht und auch sich erarbeitet als Schauspielerin. Und das gehört zu den schönen Seiten dieses Films. My Salinger Year kommt im Herbst, also in der zweiten Jahreshälfte, auf jeden Fall in die deutschen Kinos, hat also einen deutschen Verleih. Und das Buch gibt es selbstverständlich auch noch, und zwar bei Knaus. Lieber Mr. Salinger, ein wunderbarer Roman, eine wunderbare, fast unglaubliche Geschichte, die aber doch eben stimmt, wie wir gerade gehört haben. My Salinger Year. Ganz herzlichen Dank, Johanna Rack. Great to have you here. Thank you so much. Thank you so much for having me. It was a pleasure. Täglich ab 19 Uhr Berlinale Talk im Cinemax am Potsdamer Platz. Radio 1, das Berlinale Radio.